Moin Moin Freunde der römischen Tanzkunst und mal wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute ein braunes Kästchen hier auf dem Tische. Das lässt natürlich vermuten, dass es was Selbstgebasteltes heute gibt. Nun ja, das stimmt nicht ganz. Ich habe es so wie es ist fertig gekauft. Allerdings ist es schon ein selbst erstelltes MRE. Ja, ich war mal wieder auf eBay unterwegs. Ich hatte ja letztens dort schon mal euch was vorgestellt gehabt, was von einem privaten Anbieter selbst zusammengestellt war. Das schreibe ich euch natürlich, verlinke ich euch natürlich unten gerne mit. Und diesmal habe ich ja einen gewerblichen Anbieter gefunden, der sich wohl so auf Outdoor-Sachen spezialisiert hat. Und ja, das soll ein MRE sein für mindestens 24 Stunden bis maximal 48 Stunden. Das klingt natürlich erstmal sehr, sehr vielversprechend. Ja, es ist so, wie es jetzt hier ist, angekommen. Nicht ganz, es war natürlich noch die Adressaufkleber und die Firmenlogo und die ganzen Sachen drauf. Die habe ich natürlich komplett aus Datenschutzgründen entfernt, Punkt 1. Zweite Sache ist, egal ob das Ganze jetzt nur positiv oder negativ heute ausgeht, ich möchte natürlich weder für irgendjemanden Werbung machen, noch irgendwo, ja, aufgrund vielleicht auch Kritik, geschäftsschädigend wirken. Deshalb vollkommen neutral das Ganze. Ja, ich würde sagen, wir wiegen das Ganze mal. Ja, es ist natürlich noch verschlossen. Ich habe noch nicht reingeschaut. Ich weiß allerdings vom Bild her, was drin ist. Deswegen ist natürlich heute für mich auch ein bisschen so die Kontrolle, ob denn auch alles drin ist, was sozusagen hier abgebildet war. So, nehmen wir mal die Waage. Es kommt mir nämlich ehrlich gesagt ziemlich leicht vor. Vor allem, wenn es für 48 Stunden reichen soll. So, gewichtsmäßig haben wir hier 1313 Gramm. Mit Verpackung. So, ja, die normalen 24-Stunden-MREs haben im Normalfall so, ja, 2 Kilo Gewicht ungefähr. Wenn viel gefriergetrocknete Geschichten dabei sind, dann sind wir bei ca. 1 Kilo Gewicht. Jetzt haben wir hier 1300, also so ein bisschen die Mitte davon. Könnte für 24 Stunden auf alle Fälle reichen, wenn es danach geht. 48 Stunden halte ich schon für, Aber wir wollen es überraschen lassen. Wir wollen ja nicht schon im Vorfeld hier negativ rangehen. So, machen wir das Ganze mal auf. Na? Och, Mensch. So. Ja, ganz normaler Pappkarton. Hier war auch keine Plastik, wie gesagt, drum. Das ist so, wie es hier ist, ist es gekommen. So, zack. Okay, machen wir das Ganze mal auf. Okay, ich sehe schon, hier ist Schriftform. Den lege ich jetzt mal beiseite. Weil sonst vielleicht hier Firmenname noch mit drauf steht. Ja, steht er auch. Deswegen räumen wir es mal beiseite. Allerdings habe ich jetzt hier noch was drin, was ich euch zum Teil zeigen möchte. Also ich muss mal gucken, wie ich das am besten mache hier. Ja, ich verblende es mal hier oben. Und zwar ist hier eine Camping-Packliste mit drin. Reiseunterlagen, Ausrüstung, Haushalt, Leitung, Strand und so weiter und so fort. Medizin. Das ist natürlich ein cooles Gadget mit dazu. Für seine Reisevorbereitungen. Und was haben wir hier noch Schönes? Okay. Ich muss es auch hier wieder zublenden. Ja, hier kann man so allgemeine Reisedaten mit hinterlegen. Ist ganz niedlich gemacht. Ich sag mal, ob man es jetzt zwingend braucht. Es ist auch leider ziemlich schlecht ausgedruckt. Man kann es kaum lesen. Naja, gut. Okay. So, das erstmal beiseite. Das war oben drauf. So, jupp, es ist auf alle Fälle voll gepackt. So, was haben wir hier Schönes? Okay, hier haben wir erstmal eine Teekerze drin. Ja, kann nicht schaden. Und ich sehe gerade, da haben wir noch eine zweite drin. So, ja, die werde ich euch natürlich heute nicht benutzen. Also wie eine Teekerze funktioniert, brauche ich euch, glaube ich, nicht erklären. Die ist auf alle Fälle höher wie die, so die Standard-Teekerzen. Also die Standard-Teekerzen kenne ich so ein bisschen hin. Die ist ein Stückchen höher. Okay. Das sind halt schon mal ein bisschen größere. So, dann, das scheint wahrscheinlich Fisch zu sein. Jupp. Haben wir einmal Sardinen in Sonnenblumenöl von Gut und Günstig. Das legen wir mal beiseite. Ja, zum Preis sage ich dann zum Schluss noch was mit dazu. Dann haben wir hier, das sieht aus wie Zwieback. Wird es wahrscheinlich auch sein, auch wenn hier keinerlei Beschriftung dran ist. Ja, das wird Zwieback sein. So, probieren wir dann. Ich muss sagen, ich habe schon ewig keinen Zwieback mehr gekauft, wenn ich das jetzt gerade sehe. So, dann haben wir hier drinnen, oh, das ist natürlich cool, ein Dentalkit. Da haben wir hier Zahnbürste drinnen, genau, und Zahnpasta, Toothpaste ist Zahnpasta.
Das hebe ich auf. Das werde ich heute nicht aufreißen und euch vorführen. Das wollt ihr sowieso nicht sehen, wie ich mir die Zähne putze. Zum einen und zum anderen, ja, für unsere Outdoor-Touren. Vielleicht machen wir auch mal eine größere Übernachtungstour im Ausland oder sowas. Da werde ich das dann mit verwenden. Da kann ich euch das dann, ja, mit aufmachen. So, jetzt haben wir hier ein Kleinigkeitenpaket, was schon ein bisschen auseinanderfällt. Deswegen stellen wir das mal vorsichtig beiseite. Packen es erstmal wieder rein, das machen wir gleich. So war ein Bäschchen dabei. So, wir haben hier drin noch eine Dose Ragufeng. Also ich liebe ja Ragufeng, das ist genau meins. Deswegen habe ich es übrigens auch gekauft, diese Variante. Ah, das glaube ich, 10 oder 15 verschiedene. So, mit Geflügel und Kalbfleisch. Genau. Ja, haben wir sonst noch irgendwas hier? 2 Portionen soll das Ganze ergeben. Nö, das reicht für mich gerade so für eine. Bei sowas bin ich verfressen. So, was haben wir hier noch Schönes? Okay, das war auf alle Fälle mal ein größeres Paket. Das sieht man hier mit der Umverpackung. Gulaschsuppe. Auch die Sorte kenne ich noch gar nicht. Gibt es bei uns hier im örtlichen Laden definitiv nichts zu kaufen. Okay, so, stellen wir beiseite. Dann haben wir hier, jo, hier ist irgendwas abgebrochen. Kompostierbar auf alle Fälle. Ah, könnt ihr das erkennen? Ah, die Kamera hat keine Lust. Also das scheint hier solcher Bioplastik zu sein, diese neuartige, den man auch kompostieren kann. Das ist schon mal cool. Daumen hoch dafür. So, dann haben wir hier noch ein Traubenzuckerbonbon. Und so ein Papptellerchen. Na gut, das hat sich natürlich schon verformt, weil es hier kaum reinpasst. Jo, mal gucken, wie ich das irgendwie mit verwende. Und jetzt haben wir hier noch was drin. Da muss ich jetzt mal wieder schauen. Das scheint irgendwelche Papiere zu sein. Wahrscheinlich die Rechnung rein. Ja, und die legen wir natürlich beiseite, die geht euch nichts an. So, dann stellen wir das mal hier hin und gucken uns die Kleinigkeit noch an. Wie gesagt, Traubenzucker ist ja schon herausgeputzelt. Ich sehe schon, hier ist was abgebrochen. Das ist das. Das war im Prinzip die Gabel. Okay, passiert, nicht schlimm. So, dann haben wir hier den Löffel und ein Messer. Und da sehen wir hier nochmal 100% kompostierbar. Okay, coole Sache, ist bestimmt auch ein Ticken teurer, als man ein reines, einfaches Plastik nehmen würde. Also von daher Daumen hoch. So, wir haben hier flüssigen Honig von Ryoba. Ich glaube, das ist so eine Gastronomie-Marke. Habe ich irgendwo schon mal drin gehabt. Dann einmal Erdbeerkonfitüre. Dann haben wir noch so ein Bonbon. Nehmen wir mal den Becher hier raus. So, halt, hier ist noch was. Ja, ein Tütchen, das kann man natürlich wiederverwenden. Legen wir beiseite. Dann, das wird Schoggi sein. Genau, mit Milchschokolade. Oh, ist gar in der Schweiz hergestellt. Und einmal mit Nougat. Auch wieder von Ryoba, ist Gastronomiebedarf. Bin ich mir ziemlich sicher. So, dann haben wir hier eine Serviette. Ja, brauche ich nicht viel erklären. Beiseite, zack. Und jetzt haben wir hier noch was. Delikatesse, Leberwurst, fein. Okay, gut, Leberwurst ist nicht so meins. Wir probieren es heute natürlich trotzdem. So, dann Zucker. Wahrscheinlich nochmal Zucker, genau, brauchen wir nicht. So, dann dunkle Schokolade, 50%ige. Dann haben wir hier Tee, schwarzer Tee von Teekanne. Und, ach hier ist das Brausepulver, einmal Orange und einmal Himbeer von Ahoy. Ja, kennt jeder aus den Kindheitstagen. Also das ist, brauche ich nicht viel erklären. So, Kaffeeweißer, da müsste auch Kaffee dazu sein, genau, den machen wir uns gleich nachher zuerst. Dann Streichhölzer, Welthölzer, cool, ich wusste gar nicht, dass es überhaupt noch gibt. Ja gut, ich muss sagen, ich kaufe keine Streichhölzer mehr so wirklich. Ich habe ja, ich rauche nicht, von daher ist für mich, ja, wenn man draußen unterwegs ist, haben wir ein Feuerzeug mit. Oder eben, ja, jetzt fehlt mir der Begriff. Ich blende es euch ein, vielleicht fällt er mir auch gleich wieder ein. Ja, wir können ja dann mal testen, ob die funktionieren. So, das wird wahrscheinlich Salz sein. Jupp, brauchen wir heute wahrscheinlich auch nicht. Und noch ein Bonsel hier, das ist mit Orangengeschmack. Jo, dann ist das hier doppelt. So, und ein Becherchen, wo wir das, was wir gleich mit nutzen könnten. So, aber auch das hebe ich mir auf, müssen wir jetzt ja nicht einmatschen, wenn ich hier zu Hause bin und natürlich auch eine Tasse vorrätig habe. So, wir fangen wieder mit dem Kaffee an. Dann nehmen wir uns eine Tasse. Den kenne ich schon, ja, das Krönung kennt jeder, glaube ich. Und das ist für eine Tasse 1,8 Gramm, genau. So, ja, Krümelkaffee, relativ heller, kennt jeder. So, gießen wir es mal auf. Also vom ersten Eindruck muss ich sagen, 24 Stunden, ja, gehe ich noch mit.
48 Stunden, Schwachsinn. Also zwei Tage mit dem hier hinkommen, ja, also nicht für den Normalesser, so drücke ich es mal aus. Für so einen Tag definitiv nicht, da reicht es nicht mal für einen Tag. So, Kaffeeweiser. Also halt, nee, wir probieren erstmal den Kaffee so. Ich bin heute ein bisschen schnell, weil ich kenne das im Endeffekt schon, den Kaffee hier. Probieren wir. Riecht eigentlich sehr angenehm. Ja. Kann man sogar trinken. Nee, passt. So, Kaffeeweiser. Den hatte ich auf alle Fälle letztens so schon mal drin gehabt. Von Helma. So, machen wir das Ganze mal hier rein. So, Löffelchen. Okay. Ja. Hat es wieder so einen komischen Beigeruch. Ja, kann ich nicht beschreiben. Dieses Krümelkaffee halt eben so hat, jetzt kommt das wieder hervor. Kann man aber durchaus trinken. Also das ist jetzt nichts Schlechtes. So, jetzt gucken wir uns mal die Geschichte an. Wie soll ich denken, was wird Zwiebacks sein? Hier oben ist schon was kaputt, deswegen fangen wir hier oben an. Ja, ich habe, wie gesagt, schon seit Ewigkeiten keinen Zwieback mehr gekauft. Esst sowas sonst auch nicht. Ja, furztrocken, das merkt man schon. So. Riecht nach nichts, probieren wir. Oh, handelt Zwieback. Jetzt ist natürlich die Frage, wie das in der Kombi mit den anderen Sachen hier schmeckt. So, nehmen wir mal die Leberwurst zuerst. Ja, sieht auf alle Fälle nicht schlecht aus. So. Probieren Sie mal so. Jo. Ja, riecht eindeutig nach Leberwurst. Ich denke, hoch kennt auch jeder. So, okay. Machen wir das mal hier drauf. Das habe ich auch nie gegessen. Zwieback mit Leberwurst. Irgendwie ist die Vorstellung pervers. Naja, hinter damit. Boah, ne. Ich hab's gar nicht. Ne. Gut. Also, die muss man so löffeln. Gucken wir uns die Erdbeermarmelade an. Ich denke mal, das Süße passt ja schon eher dazu. Wenn man es aufbekommt. Ach Mensch. Nehmen wir das Messer. So, wollen wir mal anders machen. Dann kommt mit der Leberwurst hier in die Marmelade gehe. Ja, Erdbeermarmelade. Ist auch ziemlich fest. Riecht nach Erdbeer. Schmeckt auch nicht so extrem süß, das passt. So, machen wir es mal hier drauf. Passt schon eher. Ich weiß, warum ich kein Zwieback kaufe. Ja, ist nicht so meins. Ja, Leute, da fällt mir doch gleich die Kamera hier halb vom Tisch. Da bin ich wieder. Ja, dann hat sich gerade die Leberwurst gewehrt oder Zwieback. Egal. So, jetzt gucke ich mir noch den Honig an. Also Zwieback, wie gesagt, ist nicht so meins, aber das liegt nicht an dem Zwieback an sich, sondern einfach, weil ich das nicht so mag. Wie gesagt, ich habe das letzte Mal Zwieback gegessen, da war ich noch Kind und krank. So, schauen wir uns den Honig an. Ja, wie gesagt, ich habe selber ein Bienenvolk. Von daher bin ich natürlich auch verwöhnt. Zumal eben der Honig hier oftmals gestreckt ist, den man hier so bekommt, beziehungsweise zu 99% aus China kommt. So. Oh, okay. Ja, ist natürlich schön flüssig, steht auch drauf. Aber auch geschmacklich. Ja. Es ist halt einfach nur süß, es fehlt dieses gewisse würzige Etwas, was man einfach hat, wenn man selber Honig produziert und heimischen Honig auch zu sich nimmt. Gut. Gucken wir uns mal die Streichhölzer an. Wie gesagt, Welthölzer gibt es schon ewig. Funktionieren sofort. Jo. Wollen aber nicht mit Feuer spielen. Ja, hier kann man immer gebrauchen. Coole Sache, dass es dabei ist. Finde ich richtig genial. Gucken wir uns mal die Sardinen an. Die könnte man natürlich vielleicht auch auf den Zwieback machen.
Aber ja, das mit der Leberwurst hat mir vorhin schon gereicht. Wir wollen es heute nicht übertreiben. So. Okay. Ja. Das Filet ist natürlich ohne Gräten, ohne andere Sachen. Ah, gut, okay. Logischerweise riecht es nach Fisch. So machen wir uns mal ein Stückchen hier raus. Okay. Ja, so sieht er aus. Kann man auf alle Fälle essen. Also ich finde das natürlich eine coole Sache, weil es ist mal was anderes. Es bringt natürlich auch durch das Öl einen gewissen Energiehaushalt mit. Und könnte man, wie gesagt, hier auf den Zwieback machen, beziehungsweise ich hätte vielleicht, wie gesagt, Roggenbrot oder sowas mit reingenommen. Oder Pumpernickel. Gerade zu Pumpernickel, zu Schwarzbrot passt Fisch extrem gut. Gerade so die baltischen Staaten, die essen das regelmäßig. Das ist eine coole Kombi. So, stellen wir es mal beiseite. Jo, und machen wir uns mal ein Getränk. Nehmen wir mal die Orangengeschichte hier. 0,2 Liter frischem Trinkwasser. Das machen wir natürlich. Nehmen wir uns ein Glas. Jo. Ist natürlich von der Grundsache her eine coole Alternative zu diesen Energy-Drinks, die es so hier sonst in den Paketen gibt. Obwohl ich sagen muss, es gibt bei uns im örtlichen Laden das nicht zu kaufen. Es gibt alles Mögliche davon, aber nicht diese einzelnen Brauseteile hier. Da habe ich nämlich schon verzweifelt danach gesucht für die eigene MRE, weil ich das eine coole Idee finde. Aber nicht gefunden. Ich wahrscheinlich doch mal einen Großmarkt fahren müssen. Denn ich habe noch vor, wieder ein eigenes MRE auch euch vorzustellen. Allerdings diesmal nicht preisgebunden, sondern ja, zweckgebunden, sage ich mal. Und da könnt ihr schon drauf freuen. Und da suche ich natürlich noch ein paar sinnvolle Sachen. So. Ja, farblich sieht es nicht nach Orange aus, riecht aber definitiv danach. Das riecht so wie diese orangen Tic Tacs. Das ist genau diese Nuance. Probieren wir mal. Ja, schmeckt auch so in die Richtung. Also ein bisschen leicht, naja, mehlig ist der falsche Begriff. So einen leichten Beigeschmack, aber kann man auf alle Fälle trinken. Gucken wir uns noch die zweite Geschichte an mit Himbeere. Ich glaube, es gibt noch Zitrone und Waldmeister. Ich glaube, die vier Sorten gibt es auf alle Fälle. Ob es noch mehr gibt, weiß ich nicht. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Ich habe keine Kinder, ich kaufe sonst sowas nicht. So. Aber wie gesagt, für die selbsterstellte MRE wäre das eine Option. Zack. So, gut, das sieht schon ein bisschen himbeermäßiger aus als das andere orangenmäßige. Oh, der Geruch. Also Himbeere ja, aber so eine künstliche Himbeere. Und es gab doch immer diesen Himbeer-Grießpudding, naja, diesen Himbeer-Wackelpudding mit dieser Vanillesoße. Genauso riecht das. Ja, naja, probieren wir. Schmeckt auch, finde ich, besser wie die Orange. Ja, coole Sache. Trinken wir noch aus. So, widmen wir uns mal dem Orang Wufeng. Dann nehmen wir uns mal hier ein Schüsselchen noch mit dazu. Dann müssen wir noch warm machen, beziehungsweise können wir auch die Gulaschen damit aufmachen. Nehmen wir eine zweite Schüssel. So, ich probiere es erstmal wieder kalt und dann mache ich das Ganze warm, wie auch immer sonst. So, ja, sieht erstmal wie ein ganz normales Orang Wufeng aus. Ich liebe sowas. Ist auch immer, wenn ich irgendwo essen gehe, esse ich meistens Stück vor. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist dann eben für mich immer was Besonderes. So, wir probieren erstmal kalt. Ja, hier sieht man das, wie gesagt, das wird das Kalbfleisch sein, das helle ist das Geflügel. Kann man zur Not kalt essen, aber ich ahne schon, machen wird es deutlich besser. Und Pilze scheinen auch mit drin zu sein. Ja. So, ja, hier ist noch eine Umverpackung drum. Gut, die Mühe hätte man sich machen können, das wenigstens mal auszupacken. Aber egal. So, Gulaschsuppe. Relativ kleines Döschen, wie viel haben wir hier drin?
0,2 Liter. Oh. Aber straff wie ein großes. Gut, das gießen wir hier gleich mal komplett rein. Okay, relativ dickflüssig. So, Löffelchen. Ja, das erste, was mir auffällt, viel Soße, wenig Gulasch. Also sind ja hier wirklich 5 Stückchen. Ja, jetzt etwas. Naja, nicht so prickelnd. So, probieren wir. Schmeckt cool. Ist mal was anderes. Die Soße, ja. Ist, ja, ein bisschen was anderes. So sämig. Okay. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze warm schmeckt. Ja Leute, da bin ich wieder, das Ganze warm gemacht. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Ragu Feng an hier. Jetzt sieht man die Stückchen noch ein bisschen besser, was flüssiger geworden ist. So. Riecht irgendwie nach nichts. Probieren wir. Schmeckt warm, deutlich angenehmer. Brauche ich mein Brot oder irgendwas dazu? Wenn man draußen unterwegs ist, könnte man vielleicht ein paar Kräuter mit reinmachen, die man irgendwo pflückt. Aber, leckere Geschichte. So, jetzt gucken wir uns die Gulaschsuppe an. Ein bisschen flüssiger ist er geworden, aber ihr seht schon, hier sind wirklich 3 Stück Gulasch drin. Also das ist eigentlich nichts. So. Ich weiß auch nicht, also irgendwie ist das geschmacksneutral, das Teil hier. Also die Soße schmeckt bald besser wie das Fleisch. Man kann es essen, aber null gewürzt. Und irgendwie ein bisschen... Naja, auf der Dose stand Gourmet drauf. Würde ich jetzt mal so nicht unterschreiben. Gut, dann machen wir uns mal den Tee, weil der muss ein bisschen durchziehen noch. Ja, Assam müsste Schwarztee sein, genau, schwarzer Tee. So, okay. Da können wir dabei die Schoki verkosten und die Bonbons. Ja Leute, also so wirklich begeistert bin ich ehrlich gesagt bisher von dem Paket nicht. Aber Fazit kommt dann erst später. So, gucken wir uns mal die Schoki an. Hier haben wir einmal Nougat. Swiss Made. Also Nougat ist ehrlich gesagt nicht meins. Das muss ich dazu sagen. Ja. Von der Cremigkeit her passt. Zerfließt gleich in der Hand hier. Aber schmeckt auf alle Fälle nicht schlecht. So, dann haben wir die Milchschokolade. Ist auf alle Fälle von der Menge was für einen hohen Zahn. So. Schokolade, ja, aber die finde ich jetzt nicht so prickelnd. Das schmeckt mir sogar das Nougat besser, obwohl ich das eigentlich nicht so mag. Okay, mal gucken, jetzt haben wir auch dunkle Schokolade mit 50%. Was die so kann. Bis jetzt die beste. Aber ich bin eh so ein dunkler Schokoladenfan, von daher. Jo. So, Bonbons. Ja, wir haben einmal Orangengeschmack. Ja, Traubenzucker ist das hier. Och, das habe ich ewig nicht mehr gekauft. Also Traubenzucker. Das ist nicht so was, wo ich zuerst zugreife im Laden. Jo. Jetzt habe ich die ganze Zeit diesen Schokoladengeschmack im Mund. Also Orange schmecke ich hier beim besten Willen nicht raus. So, gucken wir uns mal noch das andere hier an. Das war mit Himbeeren, ne? Genau. Och, nee, Leute. Das ist es, wisst ihr, wenn du draußen bist und verzweifelst an so einer kleinen Verpackung. So, ja, sieht genauso aus. Aber es schmeckt nach was. Jo, das schmeckt auch nach Himbeeren. Das ist schon eine andere Hausnummer. Wie das gerade. So, jetzt haben wir noch den Tee.
Und dann kommen wir schon zum Fazit. So, nehmen wir das mal aus. Ja, es hat jetzt vielleicht 3-4 Minuten nur gezogen. Ich mag das aber sowieso nicht so stark, von daher. Ja, hat aber schon gut Farbe angenommen. Und ist schon ziemlich stark dafür. Ja, also das würde mir sogar schon so reichen. Kann man auf alle Fälle trinken. Ich selber hätte lieber frische Tee mitgenommen. Aber das ist Geschmackssache. Jo, stellen wir es mal beiseite. Und kommen wir zum Fazit. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, für 48 Stunden definitiv nicht. Das wäre Quatsch. Also jeder, der hier sagt, das reicht ihm für 48 Stunden, also denjenigen würde ich gerne mal kennenlernen wollen. Klar, der allergrößten Not, wenn ich mich nicht bewege und in irgendeinem Bunker verharre, dann würde mir das vielleicht für 48 Stunden irgendwie reichen. Aber für Outdoor-Aktivitäten, wo man draußen wandern geht, bei Wind und Wetter, ne, never. Für 24 Stunden, selbst da wird es eigentlich schon knapp. Ja, jetzt haben wir hier so eine ganze Packung Zwieback. Die sättigt natürlich eine ganze Ecke. Aber die Dosen hier, ich sag mal, das ist eine Mahlzeit. Ne? Das ist eine halbe hier, wenn überhaupt. Also für 24 Stunden würde man vielleicht irgendwie über die Runden kommen. Jetzt muss ich dazu sagen, preislich habe ich bezahlt, wenn wir jetzt mal das Porto rausrechnen, ungefähr 13 Euro. Fand ich jetzt nicht zu viel. Ja, es ist nicht wahnsinnig viel drin. Es sind auch, ich sag jetzt mal, die günstigen Marken drin und keine teuren Markenwaren. Aber ihr dürft nicht bloß rechnen den reinen, sag ich mal, Sachinhalt, sondern es hat sich jemand Gedanken gemacht, was muss rein. Es muss jemand, es ist ein Gewerbetreibender, der muss Steuern bezahlen, der muss vielleicht auch Mitarbeiter beschäftigen. Seine Arbeitsleistung und so weiter und so fort. Und wenn man das sich durch den Kopf gehen lässt, ist es zumindest ein faires Angebot. Also da kann ich jetzt nichts Negatives drüber sagen. Über den Inhalt, damit 48 Stunden zu werben, naja, also da habe ich ein bisschen andere Meinung dazu. Ja, mich würde eure Meinung hier mal wirklich echt brennend interessieren. Schreibt die gerne in die Kommentare. Lasst wie immer auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um den Kanal weiter zu unterstützen. Jo, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.